Willkommen zu einem neuen Let's Play. Es sind ja ganz viele neue Let's Plays gerade im Anmarsch. Und wir befinden uns hier bei Binary Domain, meines Wissens nach. Und, aua, jetzt habe ich es wieder verkrüppelt. Mit Gamepad spielen wir. Aber ich habe es nicht hingekriegt, dass da auch A steht, sondern da steht die Tastatursachen. Ich hoffe, ich konnte mir jetzt alles merken. Ich habe jetzt mal kurz angespielt. Und wir spielen die Kampagne, natürlich ein neues Spiel. Ein Multiplayer, vertraut sie nicht, dann spielt das Spiel, ist okay. Ja. Komm, nehmen wir mittlere Stufe. Neuer Spielstand. Also, Tippe, du kannst aus der Deckung heraus blind feuern. 2080 nach Christus. Anweisungen von der Leitung der Internationalen Robotik-Technologie-Agentur. Vor 42 Stunden beauftragte die Leitung der IRTA eine Rost-Crew mit einem verdeckten Einsatz in Japan zur Untersuchung einer möglichen Entwicklung von menschenähnlichen Robotern durch den Amada-Konzern. Ihr Befehl lautet, die Staumauer der Bucht von Tokio zu überwinden und die Slums der Unterstadt zu infiltrieren. Sie werden sich mit weiteren internationalen Teams treffen und gemeinsam Amada aufsuchen. Das hört sich doch schon mal sehr interessant an. Dies ist eine verdeckte Operation ohne Wissen oder Zustimmung der japanischen Regierung. Sollte es zu einem Kampf mit örtlichen Einsatzkräften kommen, wird IRTA jedes Wissen abstreiten. Viel Glück! Japan sieht aber nicht mehr so gut aus. Kapitel 1. Zuschlagen. Hit and Run heißt doch aber... Ja, egal. Hey Marshall. Ja? Willkommen in Japan, Bruder. Das ist mein Willkommen? Dein hässlicher Arsch? Ha! Wo zum Teufel sind meine tanzenden Geishas? Du weißt ja nicht, was ich unter diesem Anzug trage. Ist das spitze? Gay? Was soll da durch die Mauer laufen? Warum muss man diese hochbauen? Also. Yo Dan, lass uns nochmal das Kommunikationssystem austesten. Okay. Wenn du mir was sagen oder auf etwas antworten willst, nimm das Funkgerät. Das ist ja praktisch. Ich habe hier gerade ein Mikrofon. Geht das dann auch, wenn ich gerade aufnehme? Nehme ich überhaupt auf? Ich habe wieder keine Ahnung, oh Gott. Ja, ich habe das ja alles schon. Na, verstehst du jetzt, wie dein Funkgerät funktioniert? Ja. Also. Gute Antwort. Weiter so. Ja. Ja. Jetzt wenden wir uns unserer Ausrüstung, dem Handhaben von Waffen und Kampftechniken zu. Wenn du glaubst, du brauchst das nicht, können wir es auch lassen. Was meinst du? Nein. Du weißt schon Bescheid. Okay, lass uns loslegen. Okay, hallo? Ruhe, Mann, ich hab die Schnauze voll. Das heißt hier, du hast die Schnauze voll? Lob mich doch nicht für so eine Vorstellung, oder bist du etwa sarkastisch? Ich hab nicht toll gesagt. Scheiße. Okay, ja, muss ich mich... Alter, was... Achso, BB. Jo, sag mal, was hast du so vor, wenn du hier fertig bist? Du als Weiberheld? Lass mich raten. Mädels, Strand, Sonne. Richtig. Yep. Yep. Wusste ich's doch. Ganz der Alte. Tja, dann beeilen wir uns besser. Dann beeilen wir uns doch besser. Hua. Dass wir bei dem Sauwetter überhaupt raus müssen. Ja, gell, geht gar nicht. Huh. Okay, los. Wir sollten uns auch mit dem Hauptquartier in Verbindung setzen. Dann tun wir das doch eigentlich einfach mal, oder? Käfer 2 an Basis. Käfer 2. Laut und deutlich, Käfer 2. Linie gesichert, Ziel angepeilt. Momentane Position 35 Grad, 6, 3, 5, 6 Sekunden zu 139 Grad, 7, 7. Ja, danke, Major. Und jetzt nochmal verständlich. Sie nähern sich der Zielinfiltrationsstelle, Klugscheißer. Sie liegt nur einen Kilometer weit vor. Ja, wir sind gleich da. Sollte kein Problem sein. Nicht vergessen, wenn Sie innen an der Ufermauer sind, müssen Sie Funkstelle bewahren. Wir trennen die Verbindung, wenn Sie durch sind.
Irgendwelche letzten Worte? Sag deiner Mama, ich liebe sie. Das habe ich gehört, Boateng. Basis endet. Okay, gut. Dann mal los. Das sieht doch sehr nach einer Falle aus. Bau. Was? Na super. Ach du Scheiße. Verdammt, schon erwischt. Sichtbestätigung von 6. Nein, 7. Die flankieren uns. Alter. Major, wir werden angegriffen. Wie wäre es mit etwas Bodenunterstützung? Dafür werden Sie doch bezahlt, Boateng. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt. Hast du etwas anderes erwartet? Nicht seit Sie dich den Survivor nennen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, das war nicht meine Idee. Los jetzt! Na super. Sie wissen bestimmt nicht, dass wir hier sind. Na dann los. Damn, die Dinger sind gefährlich, wenn sie dir zu nahe kommen. Schieß auf ihre Beine. Bingo, das hat gesessen. Und nun mach ihn ein für alle mal nachladen. Tour. Und jetzt zieh auf den Kopf. Nach einem Kopfschuss wissen die nicht mehr, wo hinten und vorn ist. Los, blass den das Metallgehirn. Mach ich doch gerade. Das wird mit der Sprachsteuerung. Das ist für mich dann, wenn ich sage Scheiße, denke ich, wer Scheiße. Ich hab da vorher noch ein paar zu vermöbeln. Wie hast du das denn? Ja. Du hast von 7 Blechbüchsen gesprochen. Entspann dich. Ist doch super gelaufen. Okay, Steuerung geht klar. Hey Dan, diese Scheiße ist im Weg, tu was! Wie gebe ich denn M? Das ist... Verdammt, halt den Rand! Was ist denn M? Was ist denn nicht gefahren? Ja. Ich versteh's nicht! Was? Problem oder was? Gut gemacht. Schon gut! Konzentrier dich auf den Kampf! Feuer! Achtung! Was? Der ist mir doch im Weg rumgestanden! Genau so muss das sein! Jetzt können wir weiter! Das Teil ist mega stark, aber frisst eine Menge Energie! Also baller nicht rum wie ein Verrückter! Spar dir die Energie! Okay. Dan, ein Überwachungsspot auf 12 Uhr! Verstärkung, wenn er uns sieht! Jetzt nimm er. Angriff! Was? Er hat uns bemerkt! Vernichte den Überwachungsspot, ehe wir bis zum Hals in der Scheiße. Wir stecken jetzt schon bis zum Hals in der Scheiße. Da brauchen wir keinen Überwachungsspot mehr. Scheiße. Nicht das lassen! Schießen! Gib mir Deckung! Sieht gut aus! Oh ja. Ich weiß, dass ich gut aussehe. Alter. Fuck. Ach du Scheiße. Meinst du das noch immer? Ah, Scheiße, ein Grand Rancer! Für den reicht unsere Schusskraft nicht. Das hat gerade noch gefehlt. Lauf! Alter, ist der groß. Grand? Wie? Grand Rancer? Leg dich jetzt Zeug! Nicht aufhören! Mach sie fertig! Scheiße, geben diese Arschlöcher denn nie auf? Was denn? Fuck! Fuck, der kommt hier durch! Das ist uns auch egal. Geh, ich geb dir Deckung. Alter vor Schönheit, Kumpel. Ich lach mich schlapp. Wow! Oh fuck.
fuck. Warten, bis er nicht mehr feuert. Jetzt. Geschafft. Die Schleuse öffnet sich sicher, um den Tanker da durchzulassen. Lass uns da mitfahren. Wir brauchen perfektes Timing, sonst sind wir voll am Arsch. Du musst schnell sein. Fertig? So. Mann, hier wimmelt's nur so von Überwachungsbots. Wenn die uns sehen, sind wir im Arsch. Okay, folgender Plan. Wir müssen uns vorwärts bewegen, ohne entdeckt zu werden. Okay. Das sollte schwieriger werden als so gesagt. Da kommen Überwachungsbots! Oh, so taucht mal unter. Dan, tauch unter! Ja, bin ich schon. Das war ganz das schön war knapp, mehr Mann. Als knapp, Mann. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit drängt. Hier drüben, Kumpel. Oh. Komm schon runter durchschwimmen. Haben wir unendlich Luft in diesen Anzügen eigentlich? Ja, das hält fit, was? Fit werden, die Welt retten. Wir haben die richtigen Prioritäten. Ja. Und wir kriegen Geld. Das ist auch eine gute Priorität. Die entdecken uns, wenn wir jetzt rauskommen. Warte noch okay. etwas. Dann los! Hua! Alter, den... Scheiße, das nimmt kein Ende! Wow, wow. Wir sollten uns jetzt eher aufs Verstecken konzentrieren. Scheiße. Das Tor ist offen! Komm her! Und zwar ein bisschen plötzlich! Ich hoffe, wir haben endlich Luft. Wow. Okay, weiter, los. Komm! Komm rüber! Wir wurden eh schon entdeckt, komm! Scheint, als hätten wir uns übernommen! Noch eine Minute und da vorne ist das Tor, glaube ich. Auf jetzt, los! Halt dich am Tanker fest, schnell! Ich muss erstmal hinkommen! Zack. Zack. Leicht, oder? Jetzt können wir chillen. Halt dich fest, Kumpel. Jo. Okay. Das war's. Hoffentlich geht's auf der anderen Seite ruhiger zu. Nicht, dass ich dran glauben würde. Puh, wir haben's reingeschafft. Und sie sind im, hoffentlich begegnen wir nicht nochmal so einem Quentlancer, glaube ich. Das wäre ja nicht so toll. Genau so macht man das. Kinderspiel. Vor allem. Für eine streng geheime Mission war das allerdings etwas zu auffällig. Ja, da hast du recht. Dan, Zeit für deinen Kabelwerfer. Okay, das hier sind unsere Expressaufzüge. Du musst zielen. Okay. Bam. Okay, wir sind oben. Wo lang jetzt? Okay, wir müssen hier so schnell wie möglich durch. Nichts dagegen. Was haben wir hier? Du hast die Angriff Vital Booster 1 nur für Dan Nanomaschine erhalten. Nach dem Kauf von Nanomaschinen kannst du sie in der Fähigkeitseinstellung unter dem Status der Charakter einsetzen. Hä? Naja, wenn wir noch herausfinden. Oh, hey, hab ich heute Geburtstag oder so? Alter. Hör mal, taktische Befehle sind unser Ticket nach draußen. Wollen wir es nochmal üben? Nein. Positiv. Okay, gehen wir es nochmal durch. Okay, Zeit für den ersten Befehl. Du sollst jetzt schießen. Schießen! Zum Schießen. Okay. In Zukunft sag einfach schießen und die Sache ist gegessen. Jetzt.
Jetzt wird's lustig. Ruf Angriff. Und zwar richtig laut. Angriff! Angriff? Ja, alter, alter. Bam, das Wort lautet Angriff. Jetzt wird's lustig. Ruf Angriff. Und zwar richtig laut. Angriff! Angriff! Angriff, Herrgott! Angriff, Angriff, Angriff! 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 Vergiss es, wir machen sie einfach kalt. Ist ja sicher. Ich sehe, die Gäste trudeln immer noch ein. Schade, dass sie statt Geschenken Gewehre haben. Oh, Bam, schmeiß eine Granate! Okay. So ohne Kopf rum. Oh, da kommen immer mehr. Fuck you! Hier haben wir noch genug Money. Haha, hallo. Du hast einen Secure-Com erhalten. Hiermit wirst du über irrte Berichte auf dem Laufen gehalten, wie du unter Daten findest. Okay. Der Aufzug ist unser Ausweg. Okay. Nachladen. Wow, wie groß hier alles ist. Na komm. Okay. Okay, drück den Knopf da. Mach ich. Positiv. Das war aber kein netter Empfang. So ein Spielverderber. Der fährt da oben. So, dann los. Was haben wir hier? Geh du voran! Ja. Gut gemacht. Hey, sieh dir das an. Ein Munitionsautomat, was? Hier können wir wohl unsere Knete lassen. Dan, versuch doch mal das hier. Gut gemacht. Gut gemacht. Dan, versuch doch mal das hier. Das hier oder was? Ammunition? Aha. Verbesserungen. Okay, was kann man denn hier machen? Feuerkraft. Reichweite, Schussrate. Feuerkraft würde ich mal erhöhen. Ladung. Mal komm, machen wir auch mal. Zack. Ausverkauft.